Namaste, grüß dich Gott. Und ein wunderschöner Tag, unmittelbar nach Ostern, die Woche vor Ostern und das Osterwochenende waren wieder mal sehr aufschlussreich, unglaublich ergiebig in der Wahrnehmung und in der Erkenntnis. Es ist ja so, dass man, wenn man was wahrnimmt, auch die Zeit braucht, um diese Wahrnehmungen vom Körper und vom Geist übersetzen zu lassen, damit man auch erkennt, was diese Wahrnehmung für einen birgt. Es gibt ja nichts Gutes und nichts Schlechtes, sondern es ist uns alles zur Freude gegeben. Und wir haben halt unheimlich viele Erlebnisse abgespeichert aus diesem und möglicherweise auch aus anderen Leben, die uns immer wieder in Wahrnehmungen oder in die Illusion einer Wahrnehmung hineinführen, wo wir dann das Gefühl haben, das mag ich so nicht. Und genau dort liegt genau genommen das große Geschenk der Ab-, Auf- oder Erlösung von diesem, das mag ich nicht. Und nachdem ich ja auch mit meiner Frau zusammen, nehmen wir es einmal, therapeutisch arbeite, also die Menschen begleite auf einem Stück Weg oder auch einem längeren Stück Weg, bin jetzt wieder dran, die ganzen Geschichten ein wenig zu fixieren und auch aufzuschreiben, zu konkretisieren und biete dir und auch also den Menschen, die hierher kommen können, aber auch den Menschen, die nur über Skype mit mir in Kontakt treten können, an, die Kodizes, die verborgenen, nennen wir es mal Schlösser im Sinne von Verriegelungen, zu öffnen, also sie zu suchen, sie freizulegen und sie zu öffnen, dass die Deckeln aufgehen können, damit die Fülle kommt, damit die Gesundheit kommt, damit der Wohlstand kommt, damit die Liebe kommt, im Sinne von, wenn sie kommt, nicht mehr geht. Also es das heißt, dass sie auch bleibt, dass es fließt. Ich habe so viele Sachen bei mir jetzt entdeckt, die nach 100.000 Vergebungen und Versöhnungsgängen und Ritualen und schamanischen Tralali und Tralala hin und her immer noch da waren. Das heißt, in letzter Konsequenz ist es völlig wurscht, auf welchem Wege wir es tun. Der ungünstigste ist, man lässt sich was wegschneiden oder man opfert sich und seinen Körper. Der nächst ungünstige ist, man opfert sich und seine Psyche. Und dann ist man opfert sich und seine spirituelle Anbindung, weil man für sowas keine Zeit hat. Das sind alles Dinge, mit denen man sich trennt. Und nur wenn ich also körperlich, spirituell und seelisch bereit bin, hier auf diesem Planeten zu bleiben, kann ich erstens jetzt auch da bleiben, weil 2016 ist noch relativ jung, und kann in dem wirken, was ich wirklich bin. In der Wirklichkeit steckt ja das Wort des wirkenden Lichtes drin. Mein Licht kann nur dann wirken, wenn die Schatten weg sind, wenn die Decke auf sind, wenn die Schlösser abgebrochen sind. Also wir schließen die nicht auf, sondern wir brechen die weg. Weil dann der Deckel zwar wieder zufallen kann, aber es kann nicht mehr verschlossen werden. Wo einmal eine Tür auf ist, geht sie immer wieder auf. Ich habe bei mir die letzten 2, 3 Wochen sogar ganze Türen samt Türstock ausgebaut und transformiert, also weggegeben, ins Feuer geworfen, in Licht gewandelt. Da ist kein Tor mehr. Ich kann auch kein Tor mehr hinter mir schließen, sondern da fließt es durch. Wir sagen immer, wo eine Tür zugeht, geht eine neue auf. Wir müssen die Türen rausbauen. Und ich bin praktisch mit der Gabe auch betraut oder gesegnet, bei Menschen Türen zu öffnen und wenn sie das denn wollen, die Tür samt Türstock auszubauen, damit sie nicht wieder ins Schloss fallen kann und diese alten Symptome oder diese alten Schleifen weitergedreht werden müssen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen und dir und mir eine unglaublich lichtvolle Zeit, eine wunderbar gesegnete Zeit, eine Zeit des permanenten Glücksgefühls. Das ist ganz wichtig, dass wir uns glücklich fühlen. Ich kann mich sehr glücklich, mittelglücklich oder glücklich fühlen, aber wichtig ist, dass ich mich nicht mehr unglücklich fühle. Diese Unglücklichkeit darf jetzt gehen. Und ja, wenn ich dir da ein Stück weit weiterhelfen darf oder kann oder soll, finde ich das super schön, dann meldest dich einfach über www.lebenswerte-haus.com
Oder per Telefon, habe ich auch schon x-mal durchgegeben, das ist also 0049 7711 33260. Und ja, oder schaust einfach auf der Webseite nach oder schickst mir eine E-Mail oder whatever. Und dann schauen wir uns einfach an, welche Kisten mit welchen Schlössern in welchen Räumen deines Kellers dann umeinander stehen und wie wir die öffnen und wie wir das Licht einschalten, dass da einfach hell wird drin und dann ist gut. Und wenn alle verdunkelten Geschichten, also es gibt ja keine Dunkelheit, es gibt nur verdunkelt es. Und wenn alles, was verdunkelt wurde, ins Licht gerückt wird, dann gibt es keine Dunkelheit mehr und dann gibt es auch keine Krankheit mehr und dann gibt es auch keine Trauer mehr und dann gibt es auch keine Pein mehr, sondern dann gibt es einfach, egal was ich tue, wenn es mir Spaß macht, ist es gut. Und zu dem sind wir da. Das ist das Urschöpfungsprinzip. An dem, was ist, Freude zu haben. Und ja, wenn ich dir da ein Stück weiterhelfen kann, ich mache das mit Freude. Und freue mich jetzt, dass ich nach dem Video vielen Menschen eine Freude machen kann. Und dann mache ich den Tieren draußen eine Freude und ich mache mir eine Freude und ich spiele mir ein paar Songs. Und ja, und so ist das Leben Freude. Leben bedeutet Freude. In diesem Sinne, Namaste, macht das schön und eine liebe Zeit. Bis demnächst. Baba.